Freunde der leichten Unterhaltung und des Trainings, denn das kombinieren wir ja praktisch à la Bonheur bei Strong Flex TV. Da ist lieber der Flex, ja, es geht ein bisschen um Flexibilität, aber im Kern geht es um deinen Rücken. Vielleicht hast du das Video angeklickt, weil du gesehen hast, hier geht es um den Rücken, um die Pflege dessen. Und ich zeige eine ganz einfache kleine Mobilisationsübung für den Rücken, ein bisschen Kräftigung mit dabei. Geht aber einfach auch darum, den Rücken eben zu mobilisieren. Der ein oder andere mag das bitterst nötig haben, weil er vielleicht zu den armen Teufeln gehört, die den ganzen Tag sitzen müssen. Das ist ja wirklich das pure Grauen. Oder, Strong? Was meinst du? Hört sich furchtbar. Das ist die neue Kasteiung des Fleisches. Das ist Folter. Ja. Gut. Weg mit diesem negativen Gedankengut und her mit der guten Übung. Auf geht's. Du beginnst im Vierfüßlerstand. Was zeichnet diesen Vierfüßlerstand aus? Genau. Und da ich ihn habe, ist jetzt vorbei. Mist. Nein. Die Knie setzt du auf und zwar möglichst unter deinem Hüftgelenk. Und die Hände setzt du auf und zwar möglichst unter deinen Schultern. Belaste dabei vielleicht nicht zu extrem die Handteller, sondern vielleicht etwas mehr den Handmittelknochen. Und auch ein wenig die Finger, weil das besser ist. So, und jetzt kommt die kleine, einfache Bewegungsfolge. Ich nehme mal zunächst links als mein Stützbein. Ne, ich nehme überhaupt nur links als mein Stützbein, weil ich zeige es nur auf einer Seite. Des Zeitaspekts halber. Und dann könntest du dir das auf die andere Seite übertragen, nicht? Gut. Also, links stützen. Mit der Einatmung ziehe ich mein rechtes Knie zur Brust und das Kinn zur Brust. Richte das Becken auf, mach mich ganz klein. Das ist die Einatmung. Mit der Ausatmung strecke ich das rechte Bein aus. Fuß flex. Wenn mir das gut gefällt. Das ist wie mein Name ist. Ja? Dann, einatmen, hebe ich den linken Arm. Wichtig, Blick nach unten oder zum Bauchnabel. Nicht den abgeknickten Gartenschlauch. Lange Hacke. Ausatmen, dehne ich mich über Finger und Fingerspitze und Ferse ganz lang. Setze am Ende der Ausatmung den Arm ab und der Spaß beginnt von vorne. Möglichst nicht das Becken aufdrehen, schön gerade. Strong, ich sehe gerade, du hast meine Hose nicht gebügelt. Die ist voll faltig, Mann. Das hat nichts mit deiner Hose drin zu tun, ey. Na, darüber reden wir nach, wenn die Kamera aus ist. Also, weiter geht's. And so on. Ich denke, Prinzip ist verstanden, erkannt, ist auch wirklich einfach. Das so ein Weilchen machen, vielleicht eine Minute, anderthalb oder zwei. Ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist das Wohlbefinden beim Wechsel. Und schon hast du eine nette kleine Möglichkeit, deinen Rücken zu mobilisieren. Am besten immer Nasenatmung, komm in eine tiefe Atmung rein, versuch dabei nicht irgendwie an, weiß nicht, deinen Achsenkurs zu denken, sondern sei nicht nur körperlich, sondern auch geistig in deinem Körper anwesend. Das hilft. Ja, das war's auch schon. Viel Spaß mit dieser netten kleinen Mobilisationsübung für deinen Rücken. Und bis zum nächsten Mal. Ach so, halt, verdammt! Verdammt, Rücken. Ich bin etwas unkonzentriert. Bitte abonniere uns und schau auch noch viele unserer anderen Videos an. Also das mal vielleicht als erstes. Ja, und jetzt wirklich Feierabend.